Als Alternative stand uns noch zur Verfügung, es soll hier in irgendwo in Gareth eine alte Erfindung von Leonardo herumliegen, stehen. Ein wie nannte es ein Luftschiff? Eine Gondel? Irgendein Konstrukt, ich weiß gar nicht mehr, wie man es genannt hat. Eine Flugmechanik oder so etwas? Ich weiß nicht, ob dies wirklich eine gangbare Alternative wäre. Ich kenne seine Geschwindigkeit nicht und nun ja, seine Verwundbarkeit. Ein Fluginstrument von wem? Leonardo, dem gleichen Konstrukteur wie Kolakai. Er hat schon immer vom Fliegen geträumt. Ja, er ist ein umtriebiger Geist, könnte man sagen. Zum Guten oder zum Schlechten. Mir ist davon zumindest nichts bekannt, aber wir können sicherlich noch einmal auf die Agenten der KGA zugehen und sie einmal fragen. Wenn ich richtig darüber informiert bin, dann habt ihr Spektabilität doch vor kurzem einen weiteren Agenten und einen Marschall transportiert, oder? Ja, das ist korrekt. Wir haben noch einmal aus der Feste Auralet Anzünzorn von Werheim und Luder von Wertling nach drüben gebracht. Gut. Vielleicht weiß er ja mehr. Also gut, dann entschuldigt bitte, wir mögen noch etwas darüber disputieren, inwiefern wir unsere Kräfte in den Ring schmeißen und wie wir unterstützen können, und zwar mit dem höchsten Potenzial. Wir denken an Nebelwände, an Dunkelheitszauber, an den Solidrit, an verschiedene reversalisierte Nihilogravo-Zonen. Entschuldigt uns doch bitte. Sehr wohl. Kommt gerne morgen noch einmal auf uns zu. Gerne dann auch mit eurer größeren Truppe. Ich bin zumindest von Erzmagier Yassafar darüber informiert, dass ihr oft zusammenreist. Mit diesem wollten wir uns ohnehin noch unterhalten. Ich verbeuge mich und trete von dann. Also gut, das, was Sie da über die Fortifex-Wände gesagt haben, stimmt natürlich. Wir müssten uns darüber noch einmal Gedanken machen, Artefakte verschießen, die dann Fortifex-Wände aufheben. Und so könnt ihr dann aus den Hallen heraustreten. Möchte Kiaras etwas auf Tempelhöhe tun? Ja, ich bin in der Halle der Ekstase und ich möchte meditieren auf sehr rajanische Weise. Sprich, es gibt Wein, es gibt Harmonie. Ich versuche so vielen Leuten wie möglich Raya näher zu bringen. Spreche mich ab mit dem Geliebten der Göttin, auf dass dieser Tempel geöffnet ist für die Leute, als Sicherheit, als Leuchtfeuer dienen kann für all diejenigen, die unsicher sind. Vor allem da viele andere Tempel aktuell leer stehen. Ja, wir werden selbstverständlich für die nächste Zeit den Einwohnern von Gareth zur Verfügung stehen. Schön, dass ihr uns hier besucht, Kiaras. Es ist doch eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich etwas tun kann, dann kann ich doch nicht einfach rumsitzen. Befürchtet ihr denn, dass die Geweihten in nächster Zeit nicht wieder zurückkommen? Sie sollten sich doch auf einem Feldzug befinden in Richtung Osten, oder nicht? Ja. Doch, ich fürchte, dass wir fürs Erste auf uns allein gestellt sind. Und dass dies für längere Zeit so bleiben wird. Für längere Zeit? Und sie werden sicherlich zurückkommen und hoffentlich mit guter Nachricht. Aber in der Zeit können wir uns sicherlich auf die ein oder anderen schönen Szenen hier freuen. Euer Theaterspiel hat mich übrigens erreicht, Kiaras. Ich habe gehört, dass ihr eine formidable Leistung vor ein paar Tagen, wenn nicht gar Wochen, in den Thermen abgehalten habt. War das vor so kurzer Zeit? Wie die Zeit doch fliegt und es fühlt sich so lange an. Ja, es war berauschend, erquickend. Ich sollte sowas öfter tun.
Ja, dafür habt ihr doch jetzt in nächster Zeit die Gelegenheit. Wenn ihr mögt, dann können wir weitere Theaterspiele oben in Heldenberg aufführen. Wir könnten da sicherlich die Gerräter Heldenbühne anbieten und diese Geschichten noch einmal zum besten Preis geben. Und zwar für alle, die kommen wollen. Für die Bewohner von Gareth, wenn ihr mögt. Das ist wahrlich eine hervorragende Idee. Wir sollten es sofort an die Planung machen. Ja, ich fühle schon die Inspiration kommen. Also gut. Ein paar weitere Tänzerinnen, Tänzer, die er dann noch bestellt und du kannst dich dann ganz den rajanischen Gelüsten hingeben. Selbstverständlich kannst du natürlich auch Sex haben, Pferde streicheln, Wein trinken, all das, was du brauchst, was du willst. Aber natürlich kannst du dann eben auch dieses Theater gemeinsam mit Yabaduin planen. Er hört sich dann nochmal an. Hört sich dann nochmal an, was ihr da so erlebt habt, denn er selber war ja nicht dabei. Genau, wir haben, ja gut, die Theaterstücke sind geschrieben, viele haben sie nicht gesehen, warum also nicht ein wenig ausschmücken und erneut darstellen. Ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Und natürlich werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in Einklang mit Raya zu bringen. Ach, ihr wurde tatsächlich von Sulva selbst geschickt. Nun... Vielleicht. Ja, manchmal fühlt es sich an, als wären meine Schritte gelenkt. Als würde jemand über mich wachen. Vielleicht die Göttin selbst? Das tun die Götter immer. Davon könnt ihr ausgehen. Denn sie sind wahrlich mächtig. Und wenn sie etwas tun oder wenn sie jemanden auswählen, dann nicht ohne Grund. Dann versuche ich nicht zu enttäuschen. Und die Abenteuer, von denen ihr mir berichtet, das ist doch wahrlich eine Arche, eine lebende, krabbelnde Arche und dass ihr anwesend wart, das kann kein Zufall gewesen sein. Auch, dass ihr immer wieder dort auftaucht, wo, nun ja, Raya gebraucht wird oder all die anderen Götter, ihr mit euren Gefährten, wen ihr so alles auf eurem Schiff versammelt habt, das kann kein Zufall sein. In den nächsten Tagen, vielleicht schaffe ich es, sie davon zu überzeugen, dass sie ein wenig Freizeit schaffen und ihr sie kennenlernen könnt. Die Göttin weiß, sie brauchen die Ablenkung, sie brauchen die Erholung. Ach so gut, dann machen wir uns an die Planung. Ja, gerne. Gut, dann könnt ihr euch, wenn ihr mögt, wieder bei der Witwe Putz treffen, ein paar Stunden später. Jalan hat mittlerweile ausgeschlafen, Ömer hat ein repariertes oder ein in Auftrag gegebenes repariertes Schwert bei Thorn Eisinger herumliegen. Wurde natürlich versprochen, dass er sich dann auch nebenbei drum kümmert. Er selber war wohl nicht anwesend, aber seine Tochter, die dann auch deinen Auftrag in Abwesenheit angenommen hat, denn Thorn Eisinger ist gerade dabei, ja, in der Stadt herumzulaufen und mit verschiedenen anderen Schmieden, vor allem auch am Imgrim-Tempel, Dinge zu tun. Gut. Dann trefft ihr ein paar Stunden später wieder erholt, regeneriert mit neuen Informationen bei der Witwe Putz in eurem Hauptquartier wieder ein und Jalan tritt als letztes, dieses Mal ausgeschlafen, in den Raum. Herrschaften, guten Morgen. Mittag. Guten Morgen. Wie auch immer. Morgen. Nun, jetzt da wir, denke ich, alle in die Last Wehrheims ein wenig von den Schultern schütteln konnten. Was konntet ihr den letzten Tag auftun? Ich habe die Abzeichen in Auftrag gegeben für die mögliche Vergiftung darüber. Ich habe mir überlegt, kann man bei dieser Fest irgendwas machen? Also ich meine, mir ist die Idee gekommen, aber das weiß ich nicht, ob das so stimmt, weil ich meine alchemistischen Kenntnisse nicht gut sind. Könnte man da irgendwas mit Säure machen? Eine Säure? Inwiefern? Ja, also ich meine, wir haben ja sozusagen die Zusage bekommen, dass jetzt hier der Zirkel der freien Wissenschaft uns helfen würde, aber auch wahrscheinlich viele andere Alchemisten in der Stadt. Heiltränke sind ja sozusagen das, was jetzt auf dem Schlachtfeld auch mitgenommen wurde, aber Säuren wahrscheinlich nicht. Vielleicht sind die stärksten aventurischen Säuren, die wir haben, irgendwie gerade gut genug, dass wir sie, wenn wir die entsprechenden Schwachstellen irgendwie finden würden von dieser fliegenden Festung, wenn wir sie auf die richtigen Stellen werfen, vielleicht würden Dinge kaputt gehen.
Vielleicht das, was die Festung zusammenhält. Oder in der Luft. Ja, vielleicht sind es eben ganz viele Teile und wir können irgendwie mit mehreren gut getroffenen Säuren irgendwie irgendwas kaputt machen und ja, können uns dann, währenddessen die Säure vielleicht an der einen Stelle arbeitet, uns persönlich um andere Dinge kümmern, weil keiner damit rechnet, dass die Säure sich ja durchfrisst an der einen Stelle. Und ich bin in der Chemie nicht so sehr bewandert. Man müsste jemanden fragen, der sich auskennt, ob es nicht besser wäre, einfach einen Hammer zu nehmen, aber... Ein Hammer ist ein wenig probates Mittel. Eine Säure ist eine hervorragende Idee immer. Ja, vielleicht können wir einfach ganz viele Säurefläschchen mitnehmen. Wir müssten irgendwie sowieso gucken, dass wir, wenn wir unsere Heiltränke mitnehmen wollen und solche Dinge, dass wir uns sowieso kleine Stahlfläschchen besorgen, wenn wir uns da also hochschießen lassen, möglicherweise, damit sie nicht beim Aufprall kaputt gehen. Nun ja, die Frage, wie wir hinaufkommen, ist ja noch nicht final geklärt, nicht wahr? Ich dachte mit dem Ogerlöffel. Dies war eine mögliche Lösung, aber nicht die finale. Okay, habt ihr eine Finale oder war das jetzt sozusagen nur, weil ihr das sagen wollt, weil wir noch keine Finale haben? Wir müssten dann darüber beraten und abstimmen, wie wir hinaufgelangen, nicht wahr? Ja, hast du einen anderen Vorschlag? Ich bin für den Ogerlöffel. Rafim reißt mal den Arm nach oben. Ganz ruhig, Rafim. Wir sollten uns jetzt mal alles anhören, bevor wir irgendwelche Abstimmungen machen. Aber das klingt doch so cool. Ja, ich bin auch erstmal dafür, aber grundsätzlich bin ich erstmal dafür, erstmal alles anzuhören. Ja, er hat ja recht. Bitte, aber mir fahrt fort. Entschuldigung. Eine Alternative wäre natürlich noch dieses Gefährt von Leonardo. Wie nannte es? Ein Luftschiff? Habt ihr das überhaupt schon gefunden? Nein, aber wir haben gewisse Quellen, die sich darüber informieren wollen. Ist das nicht schon steinalt? Das steht vermuten, aber... Wollen wir das besser hoffen? Wir müssen das euch vorher inspizieren und auf eine Funktionsfähigkeit prüfen. Würde das den Angriff eines Karakters überleben? Das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht einmal zu Gesicht bekommen. Dann sollten wir uns das erst ansehen, bevor wir uns weitere Gedanken über seine Verwendung machen. Wenn wir es finden. Wenn es überhaupt noch existiert. Was es doch keiner verkauft und verschachert hat. Kann man mal ganz kurz sagen, was für eine Option wir noch haben? Ich meine, klettern geht ja schlecht. Hallo. Answin von Werheim schaut vorbei. Wusste ich doch, dass ich euch hier finden kann. Wie immer bei der Witwe-Protze. Er hat auch wohl gerade einen Keks in seiner Hand und hat schon abgebissen. Und dann macht er die Tür wieder hinter sich zu. Ich hoffe, ich störe nicht. Setzt euch. Ah, ihr stört doch nie. Ihr habt mich einfach zurück in Auralet gelassen. Wie konntet ihr nur? Da war gerade Platz. Ja, ich habe das gehört mit dem Feuer. Mutig. Und dann wieder die Steine davor geschoben. Angroschmini hat mir davon erzählt. Und dann tauchte vor ein paar Stunden der Erzmagier wieder auf und... Oh. Verzeiht, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich setze mich erstmal dazu und höre dann, was ihr so zu sagen habt. Es ist gut, euch wohl aufzusehen. Ja, es ging alles ein wenig drunter und drüber. Das drückt es noch sehr sanft. Kiras, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, um auf diese Festung zu langen? Ich bete zu Raya, ich bete zu Aves und erbitte sie um Beistand. Ich kann fühlen, dass die Göttin mit mir ist und sie uns beobachtet, unsere Schritte lenkt. Und ich werde auch weiterhin zu ihr beten. Vielleicht fällt ihr eine Möglichkeit. Ich werde ihr vertrauen. Damit kann ich niemals falsch liegen. Göttervertrauen liegt Isarun tatsächlich niemals falsch. Isarun und ich waren vor kurzem bei ihrer Spektralität und erkundigten uns nach Möglichkeiten, wie sie uns unterstützen könnte. Sie schlugen vor, wenn wir diese Lösung mit diesem Ogerlöffel durchführen wollen, sollten wir zuerst ein paar Probeschüsse abgeben, um die Durchlässigkeit ihrer Verteidigung zu prüfen, bevor wir uns selber in höchste Gefahr begeben. Wie schnell schießt denn so ein Ogerlöffel? Also in welcher... wie lange braucht er, um wieder schießen zu können? Wenn ihr gut seid, vielleicht eine halbe Stunde. Aber dann braucht ihr schon eine gut ausgebildete Besatzung. Wir brauchen doch nur einen Schuss.
Na gut, das heißt, wir haben eine halbe Stunde Glas. Das ist echt viel, glaube ich. Entschuldigung, ich musste gerade meinen Keks runterschlucken. Ja, ich habe gerade vor einer halben Stunde mit dem Hochkönig der Zwerge gesprochen. Er hat vor... ja, er ist da sehr... konstruktiv, möchte ich sagen, und hat... der Ogerlöffel wurde ja ausgestellt im Museum und er hat jetzt sich dazu entschlossen, dass er diesen Ogerlöffel nicht abbauen wollte und durch die Tür transportiert, sondern er hat schlicht und einfach die Wand eingerissen und jetzt klafft ein riesiges Loch in der Wand und der Museumsleiter ist strikt, nun ja, er ist eher stinksauer. Zumindest mussten wir jetzt diesen Ogerlöffel nicht auseinanderbauen. Das hätte auch nochmal 2 Tage gedauert. Er ist der Meinung, und er werkelt wohl gerade in Nadesheim, in diesem Kaiser-Rauhl-Park. Er werkelt wohl und sagt, dass die Nachladegeschwindigkeit bei 4 Schüssen pro Stunde liegt. Also doppelt so schnell wie angenommen. Dem Zwerg glaube ich das sogar. Wenn niemand so schnell schießen kann, lassen wir ihn noch 2 Tage damit alleine und es werden 6 Schüsse. Okay, sagen wir, das mit dem Ogerlöffel ist sozusagen die schlechtere Methode. Wir bräuchten noch Magier, die uns da irgendwie versteinern, glaube ich, war das doch, oder? Exakt dies. Der Kantus nennt sich Paralys. Dies können wir entweder von der Weißen Gilde beziehen, oder, was mir persönlich besser gefallen würde, wir könnten auch die Hilfe, nun ja, der Schwarzmagier in dieser Stadt zur Hilfe ziehen. Sie sind ja auch sehr fähige Alchemisten. Sie könnten uns bei bestimmten Säuren auch sehr hilfreich sein. Vielleicht könnten sie uns auch noch einige Informationen über ihren, nun sagen wir, Renegaten Galotta mitteilen. Ja. Und solange wir uns für die notwendigen Verzauberungen nicht auf sie verlassen müssen, soll es mir auch recht sein. Sie sagten zudem, dass sie uns einige, nun ja, Artefakte zur Verfügung stellen wollten oder sie für uns anfertigen würden. Hierbei müssen wir uns überlegen, welche Artefakte für uns hilfreich wären. Für etwas, wenn wir von der Feste runter wollen und wir keinen Ogerlöffel zur Hand haben, dass wir unten aufkommen, ohne zu sterben. Da wäre auch der Paralys zuständig für. Das sollte wohl unsere geringste Sorge sein. Die ganze Sache zu überleben ist zweitrangig. Nun, wir wollen doch zumindest so lange überleben, bis wir unser Ziel erreicht haben. Wenn die Feste auf mir fällt Galotta hoffentlich mit ihr. Wie ist das eigentlich mit Rekrutierung in der Stadt? Ich meine, theoretisch müsste man eigentlich alles rekrutieren, was irgendwie 2 Beine hat und in der Lage ist, eine Waffe zu halten, oder? Theoretisch ja. Praktisch stellt sich diese Durchführung etwas schwieriger dar, vermute ich. Haben wir überhaupt noch genug Waffen für so viele Leute? Liegen doch bestimmt alle noch vor Wehrheim. Ich denke auch nicht, dass es an der Bewaffnung liegen würde, sondern eher an der Kommandostruktur. Wir haben keine erfahrenen Offiziere mehr. Und es gäbe die Stadtgarde. Deren Qualität ist sicherlich bestreitbar, aber sie sind immerhin rudimentär ausgebildet. Also ich denke, dass jede Stadtwache, die mitbekommen hat, wie Offiziere richtig agieren, mehr Wissen darüber hat als jeder Bürger. Das ist wohl wahr, aber... Und vielleicht gibt es noch alte Offiziere in der Stadt. Wie heißt das nochmal? Irgendwie so also so alte Leute, die schon gar nicht mehr im Dienst sind. Trotzdem. Achso, du meinst denen, die Füße fehlen, den Arm. Solche Leute. Es gibt auch manche Leute, die haben es geschafft, ins hohe Alter zu kommen, ohne dass ihnen alles Mögliche fehlt, aber ja. Das wäre möglich. Reserveoffiziere, die aus dem Dienst ausgeschieden sind, das wäre möglich. Nur sobald wir anfangen, Leute einzuberufen, wird sich diese Nachricht in der Stadt verbreiten. Natürlich, aber was bleibt denn anderes übrig? Ich bin ja nicht ohne Grund Universalgelehrter. Historiker, lassen wir das. Was wisst ihr über die 2. Dämonenschlacht, meine Freunde? Und die Götter persönlich wandelten unter den Sterblichen, um sie vor den Dämonen zu beschützen. Das weiß doch jeder. Ja, das ist korrekt. Das war damals in Bricklo, allerdings vorher noch. Wer führte sie gegen wen? Raul der Große gegen... das Horas. Wie hieß der noch gleich? Hela Horas. Hela, genau.
Richtig, richtig. Was war denn der Anlass für diesen Krieg? Na, wir Garretter, also ihr Garretter, wolltet euch, die Garretter halt, wollten sich nicht länger der Dämonenherrschaft aus Bosbaran unterwerfen. Doch klar. Noch jemand anderes? Ist das mal wieder so eine Art Aufstand gewesen, wie beim ersten Dämonen-Dings auch? Ich löse es einfach mal auf. Und das ist auch der Grund, warum ich dies jetzt anspreche. Wir könnten die Lokalheiligen in den Mund nehmen. Die 8 Märtyrer. Hela Horas hat sie einst verbrannt. Also ihr solltet, glaube ich, gut, ihr seid keine Garreta, aber jede Garreta lernt in der Preiostag-Schule die Namen dieser 8. Chelissa, Duridania, Palinai, Ysinte, Eboreus, Emeran, Lucian und Vitus. Und diese gingen damals nach Bosbaran, um dort mit Hela Horas zu verhandeln. Sie hörte sie an und verbrannte sie. Woraufhin Raoul dann diesen Krieg ausruft. Genau. Wir könnten uns also wieder einmal auf diese 8 Märtyrer versteifen und sie bitten, dass sie erneut, wie damals vor 1000 Jahren, in den Krieg ziehen. Beziehungsweise, dass sie jetzt wieder einmal von Dämonen angegriffen werden. Und sie jetzt Garret verteidigen müssen. Das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Das ist genau das Leuchtfeuer, das wir brauchen, um die Leute unter einem Banner zu vereinen. Damals waren wir siegreich. Und wir werden dieses Mal auch siegreich sein, denn die Götter sind auf unserer Seite. Wenn sie denn geneigt sind, uns auch diesmal wieder herauszuboxen. Das sind sie. Sie beobachten uns. Wie gedachtet ihr, nun ja, diese Geschichte zu propagieren, zu unter die Leute zu bringen. Wir können natürlich jetzt sofort damit anfangen und auf allen Plätzen der Stadt erst einmal diese Geschichte der Lokalheiligen wieder in den Mund nehmen. Mehr machen wir heute nicht. Dass sie überall herausposaunt wird, die Geschichte, meinetwegen eine halbe Stunde lang, dann gehen wir, beziehungsweise diejenigen, die dies ausrufen, auf den nächsten Platz und so weiter und so weiter und so weiter. Und am nächsten Tage gehen wir hin und sagen, dass wir die Hilfe brauchen, dass wir jetzt gehört haben, dass vielleicht wir in Werheim gar nicht so sehr gewonnen haben, wie das alle gedacht haben. Dass wir unterbewusst eine Nachricht senden. Dass wir Patriotismus oder so etwas entfesseln. Das scheint mir ein guter Plan zu sein. Zumindest besser als alles, was wir bisher überlegt haben. Wir müssen den Leuten nicht einmal sagen, dass wir in Werheim verloren haben. Viel eher, dass der Feind direkt hier unterwegs ist, dass die Leute aushalten müssen, bis die Verstärkung kommt. Wir haben ja auch noch ein paar Tage Zeit, also wir können dies langsam angehen. Ich denke, die Wahrheit wird so oder so irgendwann durchsickern. Und ich würde vorschlagen, dass wir die Wahrheit diesmal zu unserem Vorteil gebrauchen. Dass wir entscheiden, wann die Wahrheit herauskommt und nicht die Flüchtenden. Exakt dies. Tja, vielleicht sind die 8 Heiligen auch gut genug, um den Tod der Kaiserfamilie irgendwie. Ich meine, wenn Galotti hier auftaucht. Die Wahrheit ist ein scharfes Schwert, das mit Bedacht geführt werden sollte. Ein Tod der Kaiserfamilie muss nicht verkündet werden, solange wir sowieso keinen neuen Kaiser ausrufen. Isarun, ihr seid so still, worüber denkt ihr nach? Wir waren gerade zu einem Treffen in der magischen Rüstung, wo man sich über die Pläne der fliegenden Festung gebeugt hat und diese noch einmal analysiert auf weitere Schwachstellen oder Sachen, die vielleicht bei der Analyse durch die KGI übersehen worden sind. Was interessant ist, dass diese Karte quasi in Echtzeit abbildet, wie es auf der fliegenden Festung aussieht. Wirklich? Die Karte hat eine Verbindung mit der Festung? Das ist richtig. Zumindest eine einseitige. So wurde es uns gesagt. Könnt ihr dieser trauen? Oder zeigt die Karte nur, was Galotta will, dass ihr seht? Nun, das kann man natürlich nicht nachprüfen, aber die Beobachtungen, die man von der Form der Festung über Werheim gemacht hat, scheinen mit den Sachen übereinzustimmen, die auf der Karte abgebildet sind. Ist diese Verbindung vielleicht eine Schwachstelle? Könnte man die zurückverfolgen? Daran dachte ich auch schon. Die ist wohl einseitig, diese Verbindung. Man kann keinen Zauber durch die Karte auf die Festung wirken.
könnte man eine Art, wie nennt man so etwas, wenn man ein feindliches Schiff versucht zu sabotieren, ist es oft gerne gemacht, dass man ihre Geschütze manipuliert, dass sie statt zu schießen nach hinten losgehen. Eine Art Rückkopplung? Ihr meint, ihr wollt das Magnum Opus manipulieren? Die eigene Energien gegen sie verwenden? Das erscheint mir möglich, aber war vermutlich sehr kompliziert. Sicher ist das Magnum Opus erscheint mir eher so, als wenn es nicht irgendwie durch Waffen abgeschossen wird, sondern welches, wenn ich das so richtig verstehe, ist das irgendwie hier Ritualmagie. Es ist eine Manifestation erzdämonischen Wirkens, ja. Also ist es eine Beschwörung. Es scheint aber eine Kammer innerhalb dieser Festung zu geben, in der man dieses, Magnum Opus anscheinend leichter entfesseln kann. Diese Festung scheint nur für diesen Zweck gebaut zu sein, um dieses Magnum Opus auszulösen. Leichter entfesseln. Was auch interessant ist, die Analysen haben ergeben, dass eigentlich nur einmal ein Magnum Opus hätte ausgelöst werden können. Aus irgendeinem Grund fliegt die Festung immer noch, allerdings zeigen sich wohl gewisse Astralrisse innerhalb der Festung. Kann man an einem solchen Riss ansetzen, um sie zu vernichten? Das wäre zumindest eine Option. Iteron schlug vor, im Herzen dieser Maschine Wandstaub an bestimmten Stellen zu verteilen bzw. in dieser Maschinerie einzubringen, in das Herz dieser Festung. Ähnlich wie das Herz der Arche. Erinnert euch? Die Festung wird in großen Teilen durch Blutmagie betrieben. Massiven Einsatz davon natürlich. Wenn man dort in dieses Adernsystem Mengen von Bandstaub eingeben könnte, könnte man zentrale Funktionen schwer beschädigen oder sogar zerstören. Bandstaub haben wir in rauen Mengen. Könnte man die Festung selbst vielleicht vergiften, so wie man eine Arche vergiften würde? Das wäre denkbar. Das halte ich für möglich. Das potenteste Mittel gegen die Arche, wie man uns das damals vermittelte, wäre eben jener Staub gewesen. Ein weiterer Schwachpunkt besteht natürlich in der Gegenwart ihres Konstrukteurs, Leonardo, der, wie vermutet wird, sich ebenfalls in dieser Festung befindet. Der Konstrukteur weiß am besten, wie man seine eigene Konstruktion vernichtet. Der Konstrukteur wird auch am besten bewacht sein. Das steht zu vermuten, aber ist eine Möglichkeit. Das erste Mal, dass Becalotte etwas Wichtiges vor der Nase weggeschnappt haben. War auf der Karte zu sehen, was der Bandstrahl angerichtet hat. Ob er vielleicht Schaden verursacht hat. Wir haben gesehen, wie eine der Türme weggebrochen wurde davon. Ja, hier ist ordentlich was rausgebrochen. Den Zacken konntet ihr tatsächlich sehen. Also es war ein großer, großer klaffender Riss, der dann auf der einen Seite zu sehen war. Vielleicht können wir das als Schwachstelle benutzen, um nun wie ein Meißel mit dem Hammer anzusetzen.